Eine Kraft ist ein Ziehen oder ein Drücken. Durch eine Kraft kann der Bewegungszustand eines Körpers verändert werden oder der Körper verformt werden. Der Apfel fällt runter, weil er von der Erde angezogen wird. Diese Metallteile werden von diesem Magneten angezogen. Der Schlitten fährt runter, weil er von der Erde angezogen wird. Und gleichzeitig entstehen hier Reibungskräfte, die diese Bewegung hemmen. Durch dieses Ziehen verformt sich diese Feder und durch die Kraft von Obelix fliegt der Römer in die Luft und die Sandalen werden verformt. Eine Kraft Groß F ist die Ursache einer Bewegungsänderung eines Körpers oder einer Verformung des Körpers und wird in Newton ausgedrückt. Die Einheit einer Kraft F, das ist Newton, zu Ehren des englischen Mathematikers und Physikers Sir Isaac Newton. Die Erde übt eine Anziehungskraft auf alle Gegenstände aus, die sie umgeben. Der Apfel wird jedes Mal zum Zentrum der Erde gezogen. Diese Kraft heißt Gewichtskraft oder Gewicht des Gegenstands. Die Gewichtskraft oder das Gewicht Groß G eines Objektes ist die Anziehungskraft, die die Erde auf dieses Objekt ausübt. Das Gewicht eines Objekts ist proportional zu seiner Masse. Der Proportionalitätsfaktor klein g ist ortsabhängig. Das heißt, der Wert von dieser Zahl klein g kann ändern, je nach dem Ort, an dem der Gegenstand sich befindet. Es gilt Groß G gleich klein m mal klein g. In Belgien gilt, klein g ist 9,81 Newton pro Kilogramm. Am Äquator ist klein g wegen der Erdrotation etwas kleiner und am Süd- sowie auch am Nordpol etwas größer. Eine Kraft kann mit einer Feder, die mit einer Graduierung versehen ist, die man auch Dynamometer nennt, gemessen werden. Eine Kraft wird durch einen Vektor mit folgenden Merkmalen dargestellt. Zuerst den Angriffspunkt, dann die Angriffsgerade, die man auch die Richtung nennt, drittens den Richtungssinn, der durch den Vektorpfeil gekennzeichnet ist, und viertens die Stärke der Kraft. Je stärker eine Kraft, desto länger der Vektor. Wirken zwei Kräfte auf einen Körper am selben Angriffspunkt, so werden sie vektoriell addiert. Wir stellen uns vor, dass dieser Ardenner mit dieser Kraft F1 an diesem Baumstamm zieht und das an diesem Angriffspunkt. Der zweite Ardenner zieht mit dieser Kraft F2 am selben Angriffspunkt. Um die resultierende Kraft herauszufinden, addieren wir diese beiden Vektoren. Das heißt, wir vervollständigen dieses Parallelogramm und verbinden den gemeinsamen Angriffspunkt mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms. Diese Kraft F ist also die resultierende dieser beiden Teilkräfte. Das heißt, Kraft F1 plus Kraft F2 ist Kraft F. Ein Kraftvektor kann in die Summe von zwei Teilvektoren zerlegt werden. Diese Teilkräfte heißen Komponenten der Anfangskraft. Diese Masse wird durch ihre Gewichtskraft nach unten gezogen. Aber wenn die Masse im Gleichgewicht ist, das heißt, wenn sie sich nicht bewegt, dann muss es eine Kraft geben, die sie zurück nach oben hält. Und diese Kraft kann zerlegt werden in diese zwei Komponenten. Effektiv ist die Summe von dieser und von dieser Kraft diese blaue Kraft. Also sind diese zwei Kräfte Komponenten dieser blauen Kraft.
Wir beobachten einen gleichen Effekt in dieser Zeichnung.